Barriere am Bass. Ich war 12 Jahre alt, glaube ich, 11, 12 Jahre alt und hatte halt noch einen Bass, eine Kopie damals von einem Fender Precision Bass. Und für kleine Kinderhände, ich habe auch generell sehr, sehr kleine Hände, war es sehr ungewohnt, überhaupt erstmal ein Instrument zu halten. Es ist alles, es kann sehr experimentell sein, es kann sehr hart sein, was viel Spaß macht, gerade live natürlich, wenn man merkt, dass die Energie auf die Leute überspringt. Das ist schon ein geiles Gefühl doch. Ich habe privat einen sehr, sehr, sehr tollen Zusammenhalt in der Familie, sehr klein gehalten, aber ich würde dennoch sagen, dass es ein sehr familiärer Zusammenhalt ist. Also es ist immer so, die etwas Jüngeren sind die kleinen Brüder, dann hat man die großen Brüder irgendwie dabei. Und das ist gerade so schön, weil wir, es sagt jeder irgendwie in so einer Band, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Leute dabei, aber wir sind wirklich sechs ganz unterschiedliche Menschen vom Typ her. Und klar ist da nicht immer alles in Ordnung, der Haussegen hängt manchmal ein bisschen schief, das kriegt man aber immer ziemlich schnell geregelt. Und deswegen ist das für mich wirklich tatsächlich eher so ein Familiencharakter. Ich finde es ziemlich gut, dass wir es geschafft haben, zwei Singles zu veröffentlichen oder auch aufzunehmen selber, die uns allen sehr viel Spaß machen, was ein sehr, sehr emotionaler Weg war auch, das alles zu schaffen, zu organisieren, zu machen mit einem Musikvideo, allem drum und dran, was sehr schön geworden ist, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das Schönste wäre schon, wenn Menschen da draußen sind, die sagen, hey, das finde ich cool, was ihr da macht. Das berührt mich irgendwo, nimmt mich mit, die Energie.